Hallo, du wundervolle Seele. Ja, drei Gründe, warum du es momentan schwer hast. Also sehr viele haben es momentan schwer. Und es liegt natürlich zum einen daran, dass die heftigen Aufstiegsenergien eben aktiv sind. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Es sind aber noch andere Energien aktiv, die uns das Leben eben genauso schwer machen, wo uns oft vielleicht gar nicht auffällt. Und da gehe ich hier drauf ein und habe natürlich noch einen Ansatz, eine Lösung für dich. Also ganz spannend, bleib dran, steigen wir auch schon ein. Anfangen möchte ich mit diesen Aufstiegsenergien generell. Danach möchte ich mehr auf das Kollektivbewusstsein eingehen, das uns auch zu schaffen macht natürlich, und auf die Umwälzung, auf die Neuanfänge, die für viele eben anstehen und wo wir auch teilweise dazu gezwungen werden. Und das durchleuchten wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Ja, was sind denn die Aufstiegsenergien? Da möchte ich hier mal das in zwei Kategorien einteilen. Einmal haben wir natürlich die Erde an sich und einmal natürlich die kosmischen Einflüsse, die von außen auf die Erde einwirken und natürlich auf uns als elektromagnetische Wesen auch einwirken. Und genau da müssen wir uns immer neu anpassen. Das machen wir ja natürlich auch. Und es passiert ganz subtil auf ganz feiner Ebene. Und du kannst dir das so vorstellen, dass die Erde natürlich im Kosmos oder im Weltall auch verschiedene Bereiche durchläuft. Man sagt immer, ein kosmisches Jahr sind 25.600 Jahre, das ist ein kosmisches Jahr. Das heißt, da durchläuft die Erde im Kosmos eine Umrundung und passiert natürlich verschiedene Phasen und Einflüsse auch, die im Universum natürlich auch auf uns einwirken. Und momentan ist die Erde auf eine höhere Schwingung gegangen. Das heißt, die Eigenschwingung der Erde hat sich erhöht. Es wird auch gerne als die Schumann-Frequenz bezeichnet. Und das macht uns natürlich auch zu schaffen. Und natürlich jetzt die Bereiche, in der die Erde sich im Kosmos durchbewegt. Das sind natürlich höhere Gefilde. Das heißt also, die Einflüsse, die auf uns wirken, erleichtern uns jetzt sozusagen in die höhere Schwingung zu gehen. Das hört sich im ersten Moment ja ganz positiv an, aber alles, was dieser höheren Schwingung sozusagen entgegensteht, also niedrig schwingende Energien, also schwere Gefühle, Ängste und so weiter, das passt alles nicht zur hohen Schwingung dazu. Und um sich quasi davon zu befreien, poppt es hoch, damit wir uns darum kümmern, damit wir das ablösen können. Ja, natürlich wirkt auch die planetarische Ausrichtung im Sonnensystem auf uns. Deswegen auch die Astrologen sind da ja auch sehr emsig und fleißig und prophezeien dann eben die jeweiligen Einflüsse dazu. Aber noch zusätzlich durchlaufen wir im Universum auch andere Bereiche. Das heißt also, unser gesamtes Sonnensystem wandert jetzt durch andere Gefilde. Ja, und um das Ganze jetzt runterzubrechen auf uns Menschen, die wir hier auf der Erde mit der Materie leben, deswegen mag ich den Schamanismus so, sind wir dann mit konfrontiert, alles, was in uns quasi hochpoppt oder auch vielleicht unsere Größe, unsere Stärke uns zeigen will, das Universum, das ist gekoppelt ja oft mit einer Verpackung und das ist meistens eine Herausforderung oder eben eine unangenehme Situation. Und wenn wir diese gelöst haben, dann quasi kommen wir zur Stärke oder zur Größe und so weiter. Ja, und bei Menschen, die noch nicht so an sich gearbeitet haben, da poppt natürlich einiges hoch, was dem entgegensteht, diesem sogenannten Aufstieg entgegensteht. Und Menschen, die schon mehr an sich gearbeitet haben, sind aber trotzdem noch gefordert, in die nächste Schwingungsebene, würde ich vielleicht so beschreiben, zu kommen oder auch ihr Leben nochmal neu zu orientieren, dass man hier auf die Impulse hört. Das ist nämlich sehr, sehr fein, das Ganze. Und es kann sich im ersten Moment natürlich auch schwer anfühlen oder auch unangenehm anfühlen, weil viele gefordert sind, auch ich bin oft gefordert, Dinge zu tun, die man vorher noch nie gemacht hat. Und weil man sie noch nie gemacht hat, ist man natürlich noch nicht in seine Größe gekommen. Und da sind eben auch viele gefordert. Jetzt einfach nur Bezug nehmend auf diese Energien. Und jetzt gehen wir mal in den nächsten Punkt rein. Wir gehen in das Kollektivbewusstsein rein, denn wir sind natürlich immer verbunden mit allem und mit jedem, besonders natürlich in dem Land, wo man lebt. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland lebt, natürlich mit dem Kollektivbewusstsein des jeweiligen Ortes, wo du lebst, der jeweiligen Stadt, wo du lebst oder sogar auch des jeweiligen Landes. Und das alles beeinflusst uns. Und wenn wir jetzt natürlich mit Menschen umgeben sind, sei es beim Einkaufen oder egal, wo du bist, dann spürt man und fühlt man die Energie, also die Schwingungsfrequenz der jeweiligen Personen, die um dich herum sind. Und einige davon sind natürlich auch unbewusst. Das heißt, die sind sich überhaupt gar nicht darüber im Klaren, was sie denken oder fühlen, aber sie sind oft schwer. Das heißt, schamanisch schwer beladen mit Sorgen, mit Ängsten und so weiter.
Und alleine nur, wenn du dich da aufhältst, färbt es auf dich mit ab, sozusagen. Ja, und bestes Beispiel, um das jetzt zu erkennen, ist, reinzufühlen, wie du dich fühlst, bevor du deine Wohnung oder dein Haus verlässt. Und dann, wenn du in die U-Bahn oder in die öffentlichen Verkehrsmittel steigst oder auch in die Firma kommst oder jetzt auch einkaufen gehst, also mit vielen Menschen um dich herum in Kontakt bist, wie du dich dann oder währenddessen fühlst oder auch kurz danach fühlst. Weil das hat natürlich dein Energiesystem mit beeinflusst. Das heißt, es sind Fremdenergien, die auf dein Energiesystem mit sich auswirken. Ja, und diese Fremdenergien, die auf uns wirken sozusagen, die müssen wir auch erstmal lernen zu verdauen bzw. uns davon zu befreien oder zu reinigen. Da gebe ich dir jetzt mal ein, zwei Tipps mit, ganz konkret. Wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und du fühlst dich einfach nicht gut, generell wäre es sowieso gut, das zu machen, dass du dich sofort duschst, also am besten sogar kalt duschst, ja, und dann das Wasser bittest, dass dir das Wasser alle schweren Energien quasi wegwäscht und du mit dem Atem, mit dem Ausatmen alles quasi ja, ableitest in das Wasser. Das ist eine sehr, sehr gute Methode. Und dann natürlich die Kleidung wechselst, dass du eine Kleidung hast, die nur zu Hause getragen wird und natürlich dann auch Kleidung, die du im Außen anziehst. Und dass du dir jetzt bewusst machst, du hast deinen eigenen Prozess, also mit dieser Aufstiegsenergie, was ich dir gerade erzählt habe, und du hast das Kollektivbewusstsein, das natürlich auch noch auf dich wirkt, dass du auch noch verdauen musst, beziehungsweise lernen darfst, damit umzugehen. Und ich habe mir überlegt, dafür eine kostenlose Gruppenheilsitzung anzubieten. Die findet am 8.3. um 19 Uhr statt. Wie schon gesagt, das ist völlig kostenlos. Brauchst du dich einfach unten in dem Link eintragen und dann bist du schon dabei. Ja, und das hilft dir dabei, wieder mehr in die Einheit zu kommen, mehr auch wieder diese Anbindung an die göttlichen Energien zu fühlen, um dann wieder schließlich in dir selbst anzukommen und Ängste und Blockaden endlich loszulassen. Vielleicht kennst du das, du kannst mir das gerne kommentieren, wenn du zum Beispiel einkaufen warst oder auch mit den Öffentlichen unterwegs warst, egal, wenn du halt einfach in einem Kollektivbewusstsein von vielen Menschen warst und du kommst wieder zurück, dass du dich vielleicht auch oft sehr erschöpft fühlst und froh bist, endlich wieder da raus zu sein. Kannst du mir gerne unten kommentieren. Das ist ein guter Beweis dafür, dass es nicht so gut ist, sich zu lange in größeren Menschenmengen aufzuhalten. Schlecht für dein System. Du kannst dann nicht mehr bei dir bleiben und entsprechend sollte man das wirklich dosiert nur einsetzen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, die Umwälzung und auch Neuorientierung in den verschiedenen Systemen, ob es das Wirtschaftssystem ist, Finanzsystem ist oder auch Gesundheitssystem ist, nur um einige zu nennen, sind wir darauf fokussiert oder werden gezwungen, uns auf das zu konzentrieren, was in Zukunft noch Bestand hat, was jetzt eigentlich schon ausgedient hat, was vielleicht nachhaltiger ist und was auch zu deinem Wesenskern, wer du in Wahrheit bist, also welche Werte du auch vertrittst, auch wirklich zu dir passt, dass du nicht nur einen Job machst, um jetzt mehr oder weniger über die Runden zu kommen, sondern natürlich auch was machen darfst, dir selbst die Erlaubnis gibst, was machst, wo du auch dahinter stehen kannst und sagst, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, die Welt ein Stück weit so zu verändern, dass sie ein besserer Platz ist oder wird wie vorher. Ja, und um jetzt bei dem Gesundheitssystem zu bleiben, ist mir zumindest noch am Anfang beigebracht worden, dass Körper, Geist und Seele immer getrennt voneinander zu behandeln und zu bewerten sind. Und der Weg geht ganz eindeutig jetzt auch in der Gesellschaft oder auch weltweit zurück mehr wieder zur Einheit. Deswegen ist ja der Schamanismus ganz wieder aktiv, der ja Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Jahre alt ist. Oder eben, wenn wir auch Qigong, traditionell chinesische Medizin nehmen oder auch ayurvedische Medizin, wie viele tausend Jahre die so auch eben sind, wo eben auch diese Einheit von Körper, Geist und Seele mit integriert wird. Und das beeinflusst jetzt uns Gott sei Dank immer mehr und mehr. Da geht der Weg zurück. Ja, und am Ende möchte ich dir hier nochmal einen Tipp geben, das mir auch gesagt worden ist von den Schamanen aus dem Dschungel, dass es gut für dich ist, regelmäßige soziale Diäten eben zu machen. Das heißt, dass du dich von allem abschottest, egal von allen Informationen, von allen sozialen Kontakten, dass du wieder zu dir kommst, dass du mehr bei dir bist,
Da ist natürlich die Natur ganz wichtig. Und das solltest du in regelmäßigen Abständen in deinem Terminplaner mit einplanen, damit du auch wieder lernst, bei dir zu bleiben, bei dir anzukommen, in dir selber zu ruhen. Weil wie willst du das erreichen, wenn du ständig im Außen von Fremdeinflüssen abgelenkt wirst? Und ganz ehrlich, wenn du vielleicht früh aufstehst und der erste Blick aufs Handy ist oder auch andere Einflüsse eben auf dich wirken, dann kann es eben sein, dass du weit dich selbst schon verloren hast, obwohl der Tag noch gar nicht angefangen hat. Also da fängt es schon an. Das ist jetzt so mein Hinweis an dich. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile dieses Video. Oder wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.